Herzlich willkommen zu einer neuen Runde FIFA World Beta. Heute gegen The Black Legend. Und ich bin wieder dabei, der Coily, und hoffe natürlich, dass ich hier einen Stich sehe. Warten wir es ab. The Black Legend ist ganz offenbar BVB-Fan. Denn ich glaube, die Spieler, die er sich da so zugelegt hat, die wird man sich nicht so nebenbei mal leisten können. Auch das Vereinswappen wird wahrscheinlich ein bisschen was kosten. An alle, die sich vielleicht gefragt haben, wo ich mein ganzes Geld gelassen habe: das ganze Geld ist momentan in den Spielern in der Form, dass ich da Verträge gekauft habe. Verträge, die ich ansonsten nämlich nicht hätte bezahlen können. Die Verträge, wie gesagt, sind tierisch teuer geworden. 1000 Taler, ein einzelner, und das wiederum ist so viel, dass man da eigentlich gar nichts mehr anderes machen kann, als Verträge kaufen und hoffen, dass man hier und dann kommt der Ball da nicht durch. Und dann kommt da so eine Möhre bei rum. War wenigstens mal ein Torschuss hier. Und dann kommt der nur ganz, streift er da fast schon die Latte. Im Endeffekt kann man sagen, ich weiß nicht, wie lange ich FIFA World noch spielen kann, weil, wie gesagt, die Verträge halt so lange sind. Ich werde es so lange tun, wie es geht. Solange, wie ich hier noch irgendwie den Cash zusammenkriege, um noch neue Verträge mir anzusparen. Aber es geht mir so langsam schon die Asche aus. Das kann man wohl mal so festhalten. Allerdings deshalb auch der Hinweis an alle, die, wie gesagt, noch spielen möchten: fragt möglichst schnell an. Noch geht's. Wie lange, kann ich nicht mehr garantieren. Oder, keine Ahnung, vielleicht spielt ja auch einer der anderen Jungs mit euch. Das kann natürlich trotz alledem passieren. Das kann natürlich gut sein. Allerdings, solange ich das irgendwie kann, wird das auch weiterhin passieren. So, nun aber. Jetzt aber hier endlich der Angriff. Konzentrieren wir uns wieder auf das, was wir eigentlich hier wollen, nämlich ein gutes Spiel sehen, beziehungsweise. Ah, okay. Gut. So, jetzt aber mal. Ach Gott. Da kommt da sowas bei rum. Er sollte doch nur ein ganz bisschen in die. Bisschen was anticken, aber gut. Das ist spiegelt sich wieder meine wahnsinnige Stärke. Und dann ist es doch nicht drin. Es ist nicht drin, verdammt. So ein Mist. Dabei eigentlich ein sehr schöner Angriff. Aber nicht platziert genug. Vielleicht ja jetzt. Jetzt der Konter. The Black Legend läuft an. Kommt aber jetzt, kam beim ersten Versuch jetzt nicht durch. Hey, meiner, danke. Der war etwas vorhersehbar, glaube ich. Also, bin ich mir ziemlich sicher, dass der zu vorhersehbar war. Hey! Hui! Und ein Schuss. Aber ganz sicher mein Torwart. Ja, wir gehen damit mit 0:0 in die Halbzeit. Der VfL Lippstadt hier leicht unterlegen. Momentan mache ich das Spiel. Gucken, was hier so. Oh, das ist definitiv auch eine gelbe Karte wert. Hey, komm mal. Ist aber auch gut hier. Uiuiui. Oh nein, oh Gott, oh oh oh, oh 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 oh. Was ein Bock. Was ein Bock hier. Los, komm. Er zieht nicht mehr schnell genug durch, er kommt nicht mehr dran.
Eieiei. Es brennt noch im Strafraum. Ist aber noch. Ist aber jetzt geklärt. Jetzt immer die Frage. Der war stark. Schön gemacht. Der allerdings war absehbar in dem Fall. Der war hingegen wieder. Oh, der war schwach. Schwacher Abschluss. Keine Torchance. Hat er den Torwart gut rausgeholt. Und nun aber die Frage, gibt es hier noch ein Tor? Kriegen wir hier noch unser Tor in dieser Begegnung? Oder gibt es ein 0-0? Es ist in jedem Fall ein 0-0 der besseren Sorte schon mal. Es gab hier etliche Torszenen. Aua! Das ist meiner. Mein Freistoß. Jetzt die Hoffnung natürlich. Und dann kommt da keiner hin. Sollte natürlich den durchstartenden Spieler treffen, aber keine Chance. Kam er nicht dran. Keine Vorwürfe an diesen Spieler. Und jetzt. Oh nein! Oh nein! Und dann knallt er ihn rein. Volland verletzt sich. Aber knallt das Ding da rein. Das ist eine kuriose Szene. Man sehe sich das jetzt mal an. Humpelt er trotzdem noch hin. Ah, schade. Die Szene kriegen wir nicht mehr. Keine Einstellung mehr. Schade eigentlich. Hätte ich gern noch mal gesehen. War definitiv sehenswert. Los. Also wir kriegen unser Tor tatsächlich. Kommen da wieder keine guten Aktionen bei rum. Was macht der denn da? Der soll doch nach vorne spielen. Ach, egal. Egal, das war ein Abseits. Freistöße werden auch offensichtlich nicht mehr meins, aber nein! Was macht er denn da? Warum? Was macht er denn da? Meine Güte. Oh, was für Chancen ich hier liegen lasse. Oh mein Gott. Ach, verdammt. Ach, und dann komme ich da auch nicht wieder ran. Ich fass es nicht. Unglaublich. Nein! Und ich verliere das Spiel. Ah! Ich verliere es. Einfach aufgrund mangelnder Effizienz. Oh Mann. Oh Mann. Ja, was sagen wir zu diesem Spiel? Ich sage, eine unglückliche Niederlage für mich, aber ein umso glücklicherer Gewinner auf der anderen Seite. Ja, ich würde sagen, das muss Revanche geben. Es gibt also leider kein Rückspiel. Ich suche mir jetzt erstmal noch einen neuen Gegner und bis dahin mache ich erstmal kurz einen Cut. Herzlich willkommen zurück. Ich habe jetzt meinen Gegner gefunden, habe nämlich den Chris Bro an der Angel. Der Chris Bro jetzt mit leicht verändertem Team. Also, oder auch ein bisschen mehr verändert im Team. Wie man sieht, er hat nur noch ein reines Gold-Team. Abgesehen vom linken Verteidiger, aber ansonsten alles in Buddha. Dort, das sollte jetzt ein wenig ausgeglichener sein. Ich lasse mich überraschen, wie das Spiel jetzt läuft. Schauen, ob wir das jetzt endlich hinkriegen. Das eigentliche Hinspiel, was leider nicht gezeigt werden konnte, aufgrund technischer Probleme, ist 1-0 für den Chris Bro ausgegangen. Allerdings war das zu einem Zeitpunkt, als er noch nicht diese Power-Mannschaft hatte, sondern eher immer noch das traditionelle Bronze-Team, das man so am Anfang halt hat. Ah, kann man nicht durch. Dafür der Chris Bro jetzt hier am Ball mit einem schönen
Ball auf die Seite. Wow, und dann kommt da gleich schon so eine Gefahr zustande. Unfassbar, dass hier gleich mal die Hütte brennen muss. Nur weil hier mal kurz einer so einen etwas schräg gespielten Pass spielt. Oh, 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 nicht gut, nicht gut, nicht gut. Und da ist es. Direkt, gnadenlos, effizient. So kann man Crispo, glaube ich, beschreiben. Eiskalt und brutal. Wenn man ihn sehen würde, würde man richtig zittern vor Angst. Unser großer Kicker hier. Und das sieht schon wieder scheiße aus. Nicht gut, nicht gut, gar nicht gut. Oh Mann, was mache ich denn? Ich lasse mich hier gerade vorführen. Unfassbar. Nicht, dass ich allgemein schon so leichte Probleme mit meiner Formmoment hatte. Nein. Der Crispo sagt sich, heute machen wir es mal richtig. So, dass der Coily sich auch ja daran erinnert. Er soll ja auch schön lange weinen. Ja, ich sah ihn schon starten. Ich konnte nur nichts mehr daran ändern. Ich habe ein Glück. Das hätte sowas von das 3-0 sein müssen, Chris Bro. Also, wenn du das jetzt bei dem nächsten siehst und hörst, das war ein dicker Bock da. Aber auch ein noch dickerer für mich. Sag mal, was macht der denn da? Sag mal, spielt hier eigentlich die Premier League gegen die Bundesliga oder spielt hier Premier League oder beziehungsweise Bundesliga gegen Amateurclub Kreisliga? Also wenn man das so sieht, man könnte meinen, es wäre die Kreisliga. Aber fast dafür ein... Boah, da haut er mich da um, meine Herren. Brutalo Crispo. Crispo schlägt wieder zu. Geht hier mit aller Härte zwischen und sagt sich nix. Hier gibt es kein Tor gegen mich. Nicht heute. Nicht mit meiner Superteam. Ich habe so lange darauf gespart und so lange darauf gewartet, dass ich dem Coily richtig einen auf die Nüsse geben kann. Und jetzt ist der Tag gekommen. Heute geht er nicht ohne ein 6-0 nach Hause. Aber das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen natürlich noch das 3-3 schaffen mindestens. Aber dafür müsste ich erstmal vors Tor kommen. Und das komme ich irgendwie gerade nicht. Das ist so ein bisschen das Problem. Stattdessen kommt der Chris Bro und sagt sich, ich mach das. Ich mach den Coily heute nass. Ja, erste Halbzeit vorbei. 3-0. Keine Chance für Coily. Drei oder noch mehr Chancen für den Chris Bro. Hat sich dort sehr, sehr stark verstärkt. Ja, man sieht's. Ein durchaus respektables Ergebnis für den Chris Bro. Da kann er über das 1-0 im Hinspiel, was ja eigentlich gezeigt worden wäre, nur lachen und sagt sich so, ach, das 1-0, mein Gott, pfeife ich drauf. Das Spiel ist viel schöner, kann ich viel mehr drüber lachen. So, jetzt aber die Frage. Oh, da kommt da wieder nichts bei rum, meine Güte, meine Herren, meine Herren. Meine Herren, meine Herren. Hier kommt aber auch noch nichts an, also es ist der Wahnsinn. Es ist kein Ball durch. Er schafft es hier alles abzudecken. Jeden einzelnen Spieler. Mit der Perfektion seiner Spielzüge. Schirmt hier fast noch das... Was mir nicht gefällt, ist die Tatsache, dass ich hier auch überhaupt nicht durchkomme. Also gar nicht mal. Ja, dann kommt er natürlich auch noch. Ach Gott. Los! Ihr Gurkentruppe! Auf sie! Rettungstruppe ist ja leider. Kann man ja leider nicht mehr sagen. Für Rettung ist es, glaube ich, ein bisschen spät, aber zumindest ein bisschen Schadensbegrenzungstruppe wäre vielleicht schon mal ein Anfang.
Los, komm. Danke. Mein Ball. Er hat's aber auch mit den geschnibbelten Bällen da. Ja, das, man merkt schon, der Chris Paul, er ist richtig heiß hier auf dieses Spiel. Ja. Versteht es mich hier ordentlich. Zu dupieren. Oh, und dann so ein schwacher Schuss dann am Ende. Aber ich habe wenigstens nochmal die Chance hier. Ging aufs Tor immerhin. War jetzt nicht stark, aber. Man kann ja auch nicht alles haben. Kommen da meine ganzen Laufwunder alle nicht mit? Ey, sag mal! Was ist hier los? Hey, mal, kann der. Da blockt der mich die ganze Zeit weg, meine Herren. Das ist aber auch hier. Los, komm! Oh! Ja, ja, genau. Ja. Gut, im Endeffekt bleibt es Gott sei Dank beim 0:3. Verdient wäre dann vielleicht doch noch ein Schuss, eins mehr gewesen. Nichtsdestotrotz, Chris Bro, irgendwann kriegst du das zurück. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen. Aber in absehbarer Zeit. Und damit, Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.